Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Im letzten Part haben wir unsere erste Prüfung bestanden. Die erste Prüfung der Seiren. Und jetzt fehlen nur noch zwei weitere Prüfungen, aber die sind erstmal nicht wichtig. Wichtig ist erstmal, was wir durch diese Prüfung bekommen haben. Nämlich, nämlich die Wasserdrachenschuppe. Eine Schuppe, die dich unter Wasser schwimmen lässt. Außerdem kannst du eine beschleunigende Wasserschraube ausführen. Und das ist doch mal geil. Auf jeden Fall. Damit sind wir nun in der Lage, die erste Flamme zu finden. Genau. Die Flamme, die unser Schwert nämlich stärken soll. Insgesamt drei Flammen müssen wir finden, um das Schwert zu stärken, damit es die volle Kraft hat, das Portal zu öffnen, wo Zelda sich angeblich aufhalten soll. Und da müssen wir erstmal uns auf die Suche begeben, diese Flammen zu finden. Das hier ist die Zuflucht von uns, Q. Du kannst hier nicht einfach so herkommen, sonst finden uns die Monster. Oh, habe ich aber trotzdem gemacht und jetzt? Habe ich trotzdem gemacht und jetzt? Hä? Was wollt ihr dagegen tun? Hä? Gar nichts. Richtig. Einfach gar nichts, ey. Okay, lass uns mal gucken. Also, wartet mal. Jetzt sollten wir eigentlich auch in der Lage sein? Ich bin mir halt nicht sicher. Ich bin mir unsicher gerade. Ich bin mir recht unsicher, wirklich. Wie kann man da denn nochmal hoch? Wie kann man denn von da nochmal hoch? Oh! Hi! Ach du Scheiße, Leute, schaut es euch an! Ein Moblin! Unser erster Moblin, Leute! Oder ist das unser erster Moblin? Ich glaube schon. Die Moblins sind back. Auch hier in Skyward Sword. Na komm. Komm. Ja, komm. Boah. Na komm. Bam. Ja, Mann. Tschüss, Schwabbel. Oh Gott, ey. Die Moblins, ey, ich glaub's nicht. Die sind auch wieder back. Sind auch mal wieder anwesend. Und die Bockblins natürlich auch. Die dürfen ja nicht fehlen. Das ist doch schön. Und weg mit dir. Sag tschüss. Na, sag mal, hast du jetzt gerade ernsthaft noch mehr Freunde gerufen? Oder bist du immer noch der Einzige? Ich glaube, du bist immer noch der Einzige. Ja, eindeutig. Naja, ist ja gar nicht mal verkehrt, ne? Ist ja gar nicht mal so verkehrt. Na komm, du gehörst mir. Na komm, du gehörst mir. Ich sagte, du gehörst mir. Danke. Dankeschön. Sehr nett. So, und hier habe ich noch was gesehen. Hier kann man auch eine Bombe rein... Hier kann uns die Bombe noch recht nützlich sein. Hier kann man die Wand noch freisprengen. Das möchte ich doch mal gleich aber eben tun. Auf jeden Fall. In der Hoffnung, da ist was Schönes. Oh. Eine wunderschöne Schatztruhe. Eine blaue Vogelfeder. Diese kostbare Feder kann man nur bei extrem seltenen blauen Vögeln finden. Das ist doch mal schön. Das ist doch mal schön, aber die haben wir, glaube ich, schon. Ja, doch, die haben wir schon. Alles klar. So, ich wollte noch gucken, wie man zu den Artefakten der Göttin kommt. Also da oben. Da oben. Da kommt man auch theoretisch hin, aber ich glaube, aber erst viel, viel später. Ich meine, da könnte auch irgendwie bestimmt jetzt schon dahin kommen. Habe ich mal geschafft, aber
ich versuche hauptsächlich erstmal das zu bekommen und dann machen wir weiter. Also dann fokussieren wir uns doch mal hauptsächlich. Wow, das ist cool. Yeah, wie so ein Delfin, ey. wir kümmern uns hauptsächlich jetzt erstmal um diesen Artefakt der Göttin, was ich da holen will. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg, die Flamme zu finden. Links kostbare heiße Flamme. da war eine Blase. Durch diese Blasen bekommen wir Luft, weil hier haben wir natürlich Ausdauer unter Wasser, ne? Ja. Ah, sehr schön. Und wenn wir halt eine Schraube unter Wasser machen, kostet das natürlich noch mehr Ausdauer. So, ich weiß, eigentlich müsste ich hier, glaube ich, noch gar nicht mal hin. Erst eigentlich viel, viel später. Obwohl, nein, doch nicht, nein. Oder? Weiß ich gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, wo man als nächstes hin muss. Das ist alles, was ich weiß. Das ist alles, was ich weiß. Was ich auch weiß, ist, dass diese Viecher echt nerven. Da! Nein! Ach, scheiße! Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Ach, vielleicht hätte ich auch einfach die Schleuder nehmen können? Wäre das nicht etwas sinnvoller von mir gewesen? Eigentlich schon, ne? Tschüss! Auf Wiedersehen! Nein, auch wieder falsch. Ich wollte die Schleuder. Bäm! Oh, und den einen auch schon weggesprengt. Einfach dann mit weggesprengt. Das ist schon mal witzig. Haha, wir lachen jetzt alle. Wir lachen jetzt uns alle zu Tode. Sehr schön. Hier könnte man theoretisch auch noch hin, aber da gehen wir jetzt noch nicht hin. Nö, da gehen wir jetzt noch nicht hin. Da habe ich jetzt noch keinen Bock drauf. Ich will... Ah, hier, guck, hier könnte man auch schon das holen. Obwohl, das ist ein anderes, glaube ich, ne? Das ist ein ganz anderes. Ah, scheiße. Ja, wartet mal. Ich schaff das. Ja! Ich sag ja, ich schaff das. Artefakt der Göttin gehört uns. Richtig, richtig nice. Richtig nice. Aber sowas schon richtig nice. Genau. Jetzt will ich eben kurz gucken. Shit. Ah ja, genau. Oh, ein Bernstein-Halbmond. Richtig nice. Richtig nice. Fledermäuse, haut doch mal ab. Och Gott, geht doch mal weg. Geht doch mal weg. Dankeschön. So, jetzt gehen wir erstmal dorthin, wo ich weiß, dass wir dort noch nicht waren. Ich meine, eigentlich theoretisch schon, aber nicht ganz. Da konnten wir nichts machen. Da! Überall Fledermäuse, überall Gegner! Wow. Einfach alle weggeschleudert. Alle weggeschleudert. Einfach alle gekillt. Das ist eiskalt. Eiskalter Link. Link, der eiskalte Dämonenkiller. Glibber. Wackelpudding. Auch wieder am Start. Auch wieder back. Na komm. Na komm. Yeah. Getroffen. Oh. Oh, das ist ein roter Rubin. Den will ich haben. Den will ich haben. Der gehört mir. Der gehört mir. Dankeschön. Oh yeah. Okay. Die Tür ist versiegelt und lässt sich nicht öffnen. Shit. Aber ich weiß, was man machen muss. Oder auch nicht.
Nee, wir wissen nicht, was wir machen müssen. Okay, doch. Eigentlich theoretisch doch, weil eigentlich da... Ja, doch. Ja, okay. Scheiße. Scheiße. Oh Gott. Ich war vorhin richtig eigentlich. Aber, ich wollte ja unbedingt erstmal Artefakt der Göttin haben. Und das werde ich auch, glaube ich, noch weiterhin tun erstmal. Von daher wird es noch ein bisschen dauern, bis wir ans Ziel kommen. Okay, so lange dauern wird es auch nicht. Also ich denke mal, das schaffen wir noch in diesem Part. Das schaffen wir locker noch in diesem Part. Sind erst 10 Minuten erst 10 Minuten über. Rüber. Sorry, ich kann kein Deutsch. Und, das wird sich, das wird locker. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, Leute. Ah, scheiße. Ist seine Linke zu blöd zum Schwimmen und er trinkt vorher. Das kann auch sein. Alles ist möglich. In The Legend of Zelda. Na komm. Pff, oh Gott, ich kann nicht schwimmen. Ich kann nicht schwimmen. So. Kann man irgendwie... Nee, hier kann man gar nicht. Obwohl, doch, da kann man wohl. Ich depp. Könnt ihr mal weggehen? Dankeschön. Und... Du bitte auch. Du bitte auch. Oh, daneben. Dankeschön. Sehr freundlich. So, jetzt können wir auch uns darüber pusten. Eventuell ist da vielleicht auch eine Schatztruhe oder so, ne? Weiß man ja nicht. Möchte ich doch mal eben kurz gucken. Das war jetzt knapp. Beinahe, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe auf A gedrückt. Anstatt auf B. Auf B rennt man ja hier. Liegt vielleicht noch daran. Liegt immer noch vielleicht daran, weil es immer noch, weil Skyward Sword immer noch halbwegs gewohnt bin, dass man da auf A gedrückt hat. Ach so, das ist auch ein anderer Weg einfach. Ein komplett anderer Weg. Den man nehmen kann. Oh! Komplett anderer Weg. Also, schon ein ziemlich anderer Weg. Hä, bin ich denn jemals gegangen? Bin ich diesen Weg jemals gegangen? Ich weiß es gerade echt nicht. Das kommt mir gerade echt nicht bekannt vor. Aber auch irgendwie schon. Also doch, dieser Weg kommt mir bekannt vor. Ich weiß, wo der hin der führt. Obwohl, vielleicht auch doch nicht. Ich habe gerade echt keine Ahnung. Scheiße. Ich weiß es gerade echt nicht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Die Truhe gehört auf jeden Fall mir. Oh yeah. Du hast einen goldenen Rubin erhalten, er ist unglaubliche 300 Rubine wert. Aber behalte es das lieber für dich. Oh, klar doch, kein Ding. Oh, einfach mal Geld eingesackt, Alter. Geld eingesackt. Link, du kleiner Schlingel. Na komm. Stirb. Stirb. Na komm. 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 Dankeschön. Sehr, sehr nett. Und voll daneben. Also nicht dahin, wo ich eigentlich springen wollte. Scheiße. Egal. Egal. Wohin eigentlich jetzt mit mir nochmal? Scheiße. Wo lang? Ach, da. Da. Dahin muss ich. Ich muss dahin. Dahin bitte. Link. Schwimm dahin. Kletter nach oben und dann ab nach oben. Ab nach oben. Ab nach oben mit dir. So. Ah, wird so nix. Wird so nix. Aber das wird schon. Und rüber mit dir. Sehr gut. Alles klar. Dann können wir jetzt weiter nach oben. Oh nein, scheiße, ich habe Vögel verpasst. Ich habe ein paar Vögel verpasst. Das ist doch nicht so schön. Achso, hier, ja, hier war ich schon. Ich wollte gerade runterspringen. Oh, hier sind Vögel. Ein paar Vögel sind zwar weggegangen, aber wer weiß, vielleicht kriege ich die ja. Naja, wenigstens einen. Wenigstens habe ich einen bekommen, ja. So, hier sind Spinnen. Ekelhafte Spinnen. Wo
Braucht doch keiner hier. Sehr schön. Oh. Achso, Dekunus. Nur eine Dekunus, Leute. Nur eine Dekunus. Das ist ja nix. Braucht doch keiner. Wer braucht schon Dekunüsse? Jetzt mal ernsthaft. Nein. Alles klar. Oh. Oh, 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 oh. Ja, das sind Dinge, die brauchen wir unbedingt. Auf jeden Fall. Erstmal. Alter, hört ihr das? Dieses komische Geräusch. Wer macht das? Wer macht diese komischen Geräusche? Oh, überall Spinnen, was habt ihr denn hier? Hier ist kein Zuhause für Spinnen. So, weg mit euch. So. Ah, und ja, das Bienennest holen wir mal runter hier. Hi. Ich sammle euch alle ein. Haha. Ihr gehört alle mir. Nein, bleib hier. Und sowas wie eine Bienenwabe oder sowas habe ich jetzt nicht bekommen. Schade. Schade, schade, schade. Egal, ich werde mit leben. Irgendwann bekomme ich schon eine. Irgendwann bekomme ich schon eine. So. Alles klar. Ab nach oben mit dir, Link. Oh, die Kamera ist so nah. Ey, warum ist die Kamera so nah? Kann das mir jemand sagen? Das nervt gerade ein bisschen. Ah, okay, besser. Schon besser. Schon besser. Schon besser. Viel, viel besser. Oh Gott, noch ein Moblin. Ach du Scheiße. Ach du Shit. Oh, Link. Ich bin hier. Oh, ich hab dich getroffen. Mit meinem fetten Holzschild. Oh, weg damit. Ja, oh nein. Boah, das wäre jetzt auch richtig fies, ne? Wenn man dann nochmal nach oben gehen müsste. Das wäre auch richtig fies jetzt. Alter. Okay, weißt du was? Weißt du was? Weißt du was, mein Lieber? Friss doch mal Bomben. Na komm. Sei nicht schüchtern. Ich war ja nix. Oh, das wollte ich jetzt mal gar nicht sehen, aber okay. Okay. Oh ja, eine Speicherstatue. Speichern. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall speichern. Das auf jeden Fall, mein Lieber. Das auf jeden Fall. Wer weiß, vielleicht finden wir ja auch hier irgendwo jetzt mal eine Möglichkeit, an die Artefakte der Göttin zu gelangen. Oder auch nicht. Ey, was geht bei euch? Haut doch mal! Oh, tschüss. Ja, das war doch mal ein kurzer Prozess hier, ne? Oh, Fledermäuse sind auch am Start. Überall. Na komm, tschüss. Weg mit dir. Ja, ein schöner Ausblick. Aber was sagt mir dieser Ausblick? Wofür ist das jetzt? Kann das mir jemand sagen? Ich weiß es nämlich nicht. Ah, oh, doch. Hier muss ich irgendwie hin. Ich weiß noch nicht wie. Wie kommt man da hin? Also, wie kommt man am besten dahin? Scheiße, wie kommt man dahin? Vielleicht sollte ich das googeln. Ja, ich weiß, wäre ein bisschen schummeln, aber ey, ich will das haben. Gebieter, hörst du das auch? Ja, ich höre das auch. Laut und deutlich. Alter! Was ist das für ein Geräusch? Du hast den höchsten Punkt des Baumes erreicht. Wenn du dich von hier aus umsiehst, kannst du vielleicht bisher unbekannte Gebiete entdecken. Ja.
Gebitter. Dort oben. Das ist ein bisher unbekanntes Kiwi. Das zuvor wahrgenommene Geräusch war mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% sein Schnarchen. Ja, das glaube ich auch. Ist ja irgendwie eindeutig, ne? Okay, wollen wir ihn mal wach machen? Richtig eiskalt mit einer Dekonuss. Oh, daneben. Daneben. Wer stört? Oh, ein Menschen sieht man hier nicht alle Tage. Ich bin ein Einsiedler vom Volke der Keo und wache über diesen Wald. Ich weiß nicht, wie du es hierher geschafft hast, aber kannst du mich denn auch sehen? Die Frage erinnert mich ein bisschen an Majora's Mask. Kannst du mich auch wirklich sehen? Von Damani? Und das, obwohl selbst die anderen Keo mich nicht sehen können. Aber sag... Was will ein Mensch wie du eigentlich hier? Die Flamme. Du suchst die Flamme für dein Schwert, um einen dir wichtigen Menschen finden zu können? Ein Mensch, der mich sehen kann und nach der Flamme sucht. Versprichst du mir, dass du niemanden verrätst, was ich dir nun erzähle? Nö, doch klar. Dann verrate ich dir jetzt, was sonst niemand weiß. Die Flamme, die du suchst, man nennt sie Faroris Flamme. Diese Flamme, ihre Geschichte beginnt zu jener Zeit, da die Göttin noch unter uns wandelte. Sie vertraute die Flamme dem Wasserdrachen an, der hier im Wald von Faerûn lebt. Es heißt, die Göttin hätte sie für den, der von den Himmel kommt, in der Obhut des Wasserdrachens zurückgelassen. Und ich habe so das Gefühl, dass du das bist. Ich denke, du solltest dem Wasserdrachen mal einen Besuch abstatten. Der Wasserdrache, der die Flamme hütet, haust im großen See im Süden des Waldes. Das Tor zum See ist allerdings verschlossen, um Unwürdige fernzuhalten. Aber ich erkläre dir, wie du sie öffnen kannst. Auf dem Tor steht, ist ein Symbol. Du musst es mit der Kraft der Göttin erfüllen. Jedoch fehlt ein Teil des Symbols. Du musst es also vervollständigen. Um herauszufinden, wie der fehlende Teil aussieht, musst du dieses Symbol hier irgendwo im Wald finden. Das Gegenstück des Symbols im Süden befindet sich im Norden. Sieh dich mal an diesen Ort um, den ich auf der Karte mit X markiert habe. Ah ja, ist ja nicht so weit von uns entfernt, ne? Alles klar, dann sollen wir uns da mal umsehen. Auf jeden Fall. Was ist? Hast du dir gemerkt, wo du das Symbol findest? Natürlich. Mit Signallichter ist alles Beste. Na dann, gute Reise. Warte! Das habe ich noch vergessen. Der Wasserdrache ist sehr stolz und legt Wert auf gute Manieren. Also achte auf dein Benehmen. Wenn er schlecht gelaunt ist... Sagen wir so, gerade dann hat der Besuch zum Fressen gern. Vergiss nicht, du darfst niemandem verraten, dass ich dir von Faroris Flamme erzählt habe. Ich bin zu jung, um gefressen zu werden. Und achte auf deine Manieren. Ich gehe wieder schlafen. Und schon pennt er wieder. Alles klar, dann wissen wir Bescheid, dann wissen wir Bescheid. Ja, da müssen wir auf unsere Manieren achten beim Wasserdrachen, weil er anscheinend sonst... Ja, da der das anscheinend überhaupt nicht gut haben kann, wenn man sich gegen ihn über schlecht benimmt oder irgendwie scheiße benimmt oder keine Ahnung.
Dann sollten wir auf jeden Fall den Rat befolgen. Ansonsten enden wir noch als Drachenfutter. Und wie komme ich jetzt dorthin? Ah, vielleicht auch einfach so. Ja, Mann. Guck mal, das geht doch ganz einfach, Leute. Das geht doch ganz einfach. Ist doch mit Leichtigkeit eben gemacht. So, jetzt darfst du nur nicht runterfallen, Link. Das wäre ziemlich bitter. So. Alles klar. Dann wissen wir nun, wo sich das Tor befindet. Okay, das wusste ich schon vorher. Ja, ich kenne das Spiel ja schon eigentlich. Also von daher. So, aber gucken wir doch mal, wo uns dieser Q die Karte mit X markiert hat. Hier ist das auch das Signallicht. Genau, dann brauchen wir das auch nicht mehr. Hier ist das Symbol. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies das Symbol ist, von dem der Einsiedler sprach, beträgt 80%. Ich schlage vor, dass du dir dieses Symbol gut einprägst. Ja, das ist ja kein Ding, ne? Das ist ja irgendwie jetzt keine großen. Das sind jetzt irgendwie keine großen Schwierigkeiten. Das ist ja einfach nur ein runder Kreis. Die Frage ist, können wir einen runden Kreis malen? Ja, können wir. Die Frage ist, bin ich gut genug im Zeichnen, um das machen zu können? Ist wiederum eine andere Frage. Ja, vor allem, ja, mit dem Schwert irgendwas zu zeichnen, das ist schon keine leichte Sache. Das ist schon keine leichte Sache, muss man ja schon mal irgendwie sagen. Das ist nicht gerade so einfach. Aber irgendwie wird das machbar sein. Das ist ja kein großes Problem, würde ich sagen. Mein Gott, lasst mich doch mal in Ruhe. Was ist denn dein Scheißproblem, Alter? Bäm! Weg mit dir. Und mit dir auch. Tschüss, Wackelpudding. Ja, Wackelpudding. Er ist halt mein kleiner Wackelpudding. Mein kleiner dämonischer Wackelpudding. Ja, Mann. Alles klar. So, weg mit dir. Auf Wiedersehen. Danke für den Rubin. Ist hier noch irgendwas Schönes von Rubinen, die ich gerne haben möchte? Nö, diesmal nicht. Okay. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Im nächsten Part geht es weiter. Obwohl, oder? Sagen wir, ach komm, das machen wir eben noch. Komm, das machen wir jetzt noch. Ja, Pfei, ich hab's gecheckt. Alles klar. Scheiße, warte. Toller Kreis. Aber es hat gezählt. Gebieter, meine Analyse zufolge besteht eine Wahrscheinlichkeit von 80%, dass bei diesem See dort eine Flamme zu finden ist. Alles klar. Da wisst ihr Bescheid, Fall ist auch sich ziemlich sicher. Leute? Ja? Leute? 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 Das ist doch ein perfekter Ausblick. Ein schöner Ausblick. Eine schöne Aussicht hier. Eine schöne Aussicht hier, um nach unten zu springen. Ja, aber das würden wir erst im nächsten Part machen. Im nächsten Part springen wir nach unten ins Wasser. Auf jeden Fall. Leute, ich bedanke mich dann wieder bei euch herzlich fürs Zuschauen. Genau, beenden wir den Part hier so, ne? Mit diesem schönen Ausblick hier so. Ne? Das ist doch wunderschön. Da würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part bei Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Bis dann und ciao.